Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut oder beziehungsweise ich hoffe, euch geht's besser als mir. Ja, gestern wollte ich eigentlich auch vloggen, bloß da haben mich zwei Sachen gehindert. Einmal etwas Seelisches und einmal ging es mir gestern überhaupt gar nicht gut. Also ich hatte irgendwie Schwindelanfälle, mir war die ganze Zeit schlecht und ich habe mich so schwach gefühlt. Aber heute geht es mir schon viel, viel besser, weil ich mich gestern ausgeruht habe. Ja, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr morgens, sondern mittlerweile ist es fast um eins. Und gleich kommt eine Freundin, die holt mich ab, die Nina. Und ja, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt die ganze Zeit halt im Bett gechillt und habe ein bisschen die Videos bearbeitet, die Vlogs und habe es halt langsam angehen lassen nach gestern. Und ja, keine Ahnung, also das Seelische, also mir geht es jetzt vom Körperlichen relativ gut. Das Seelische sitzt noch ein bisschen drinne. Ja, keine Ahnung, ich war jetzt am Überlegen, soll ich euch erzählen oder nicht. Also es ist jetzt nichts extrem familiäres oder sowas, aber manche wissen es ja. Ich mache jetzt zum Beispiel bei 7 Katzenleben. Das ist so eine Seite, wo Katzen einfach aus Tötungsanstalten geholt werden oder ja einfach aufgenommen werden und wieder aufgepäppelt werden und die man auch adoptieren kann. Und denen wird dort einfach geholfen und die unterstütze ich halt mit Spenden, also mehrere Kätzchen. Ja, und gestern habe ich dann halt E-Mail gekriegt, dass das Kätzchen, das habe ich jetzt auch auf Instagram letztens mal gepostet gehabt, das war so mein neuestes Kätzchen, welches ich unterstützt habe, das ist halt gestern leider gestorben. Und ja, das ist halt irgendwie voll traurig und ich war gestern total geknickt deswegen und ja, okay, ich will gar nicht jetzt lange darüber reden. Die ist jetzt bei Gott und ich denke mal, da wird es ja auch gut gehen. Ja, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich wünsche viel Spaß, bevor ich hier wieder den ganzen Vlog voll laber. Und ja, hoffe, ihr habt Spaß auch bei diesem Vlog, auch wenn meine Laune im Moment noch ein bisschen gedämmt ist. Aber ich denke mal, sobald ich mit Nina zusammen bin, die muntert mich eigentlich immer relativ schnell auf. Also, bis gleich. So Leute, ich bin jetzt hier bei uns im Einkaufszentrum mit der Nina. Und ja, wir waren jetzt gerade schon bei Zara drin. Ja, wie soll es auch anders sein? Und ich habe ja schon gesagt, sobald ich mit ihr bin, dann bin ich direkt viel, viel glücklicher wieder. Ja. Und keine Ahnung, wir laufen jetzt einfach hier noch so ein bisschen rum und gucken mal. Ich brauche noch Sonnencreme für Dubai. Und die Leute, die gucken alle immer so toll. Finde ich auch so witzig. Ja, und keine Ahnung. Achso, was ich mal sagen wollte, vielleicht kennt ihr Nina ja schon. Aber wenn nicht, ich verlinke mal unten ihr Instagram. Dann dann müsst ihr sie mal einfach anklicken und mal schauen, vielleicht gefällt es euch. Ich rede gerade voll gar kein Deutsch, bei der wichtigsten Stelle rede ich kein richtiges Deutsch. Schaut einfach mal vorbei und sie macht echt coole Fotos auf Instagram. Wir haben hier jetzt gerade so einen Frozen-Joghurt-Stand gefunden und wir haben so geile Topics, guckt euch das mal an. So viel, so lecker, so Kekse und alles. Oh geil. Willst du? Sie guckt einfach nur, ah. Okay, wir holen uns jetzt auf jeden Fall so ein Becher. Das erinnert mich direkt wieder an Los Angeles. Oh, Marshmallows. Hast du die mal aus? Richtig gut. So, hier ist mein Eis. Oreo-Kekse, so Schokolade ohne Ende, ein bisschen Mango, keine Ahnung, alles Mögliche. Nina hat sich noch ein paar Himbeeren, Marshmallows genommen. Super lecker und jetzt freue ich mich einfach nur noch drauf, das zu essen. Oh, so gut. Wie soll es auch anders sein? Starbucks-Time ist die beste Zeit und ich werde jetzt gleich nochmal, da müssen wir gleich nochmal kurz hin, in den New Yorker. Da will ich mir nämlich diese einen Stiefel holen. Hier den Knopf. Diese Boots, ja, für 14,90 oder so. Super gut. Ja, ja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier, waren auch noch ein bisschen einkaufen bei H&M und so. Und Zara hat, wie gesagt, noch so zwei, drei Sachen. Nina hat mir so coole Tops. Guck mal, das hat sie jetzt auch gerade an. Das ist so ein für 2,99, voll cool. Ja, und gleich werden wir uns auch schon wieder trennen und dann sehen wir uns erstmal eine ganz lange Zeit nicht. What? Eine Woche. Ja, eine Woche, okay, trotzdem. Es ist lang. Und ja, dann werden wir fahren und dann zum Tobi und dann mal gucken, was wir noch machen. Also, der Vlog wird da nicht enden. Aber ja, das ist auch so. So, wir haben jetzt gerade mal ein paar Slow-Motion-Aufnahmen gemacht. Die blende ich euch jetzt genau mal ein. We'll be right back.
Kamera dafür. Unsere sind in so einem Fotoautomaten. Nein. Wählen Sie über den Touchscreen Ihr Produkt aus. Ach so, scheiße. Ich krieg's nicht hin. Doch, da war es ja. 5 Euro. Mein, wie das hier. Ist ja aber Wucher. Schwarz-Weiß oder mit Farbe. Nimm mit. Okay. Zahlung erfolgt, nachdem Sie Ihr Produkt ausgewählt haben. Oh. Dieser Automat gibt kein Wechsel. Okay. Ja, ich habe ja schon eingeworfen. Hui, jetzt gehen Fotos, jetzt werden Fotos gemacht. Wie soll das bitte gehen? Da ist doch ein Gesicht. Bitte tiefer, ne? Warte, wir machen jetzt Fotos. Verstehe deinen Sinn jetzt hier nicht. Ey, die Fotos sind so witzig. Guckt euch das mal an. Einmal das hier, einfach so. Das ist voll schön. Und das hier, das ist voll abgespannt. Oh, voll cool. Für 1 Euro kann man gar nichts sagen. Oh, da ist ein Tobi. Where is the Tobi? Hallo. Oh, honey. Wir haben Fotos gemacht. Voll schön. Für 1 Euro. Besonders schön. Das ist cool. Voll cool. Ich habe ein Handy für dich. Ah, danke schön. Bitteschön. Ich hätte es fast liegen lassen. So ist das. Ja, auf jeden Fall, Tobi ist jetzt da, also brauchen wir den jetzt doch nicht abholen und mal gucken, was jetzt noch so passiert. Ich hab Hunger. Ach so. ich wollte dem Tobi jetzt das geben, was ich ihm eben geholt habe. Was hast du mir denn geholt? Ich hab dir eine Kleinigkeit geholt, auch wenn du ein kleiner böser Junge warst. Weil ich ja in Dubai sein werde, kriegt er von mir den hier. Ist das der gleiche? Ja, aber ich habe den zuerst gefunden. Oh, Dankeschön, Schatz. Ja, ne, ist ein Baby. Aber guck mal, der ist voll süß. Ja, was das gedacht, sieht voll Leute? Süß aus. Freut sich. Oh, so sweet. Naja, auf jeden Fall, wir werden jetzt mal gucken, was wir jetzt noch so machen, weil es regnet und mal gucken. Da Tobi heute ein bisschen später frei hatte erst, ja, als eigentlich geplant, gehen wir jetzt ins Kino. Piep! Ja, und zwar gehen wir, wie heißt der Film? Galaxy of... Nee, Guardians? Guardians of Galaxy. Of the Galaxy. Genau, und da gehen wir jetzt rein und ich freue mich und ich habe schon so Hunger auf Popcorn und das wisst ja, ich bin ein Popcorn-Junkie. Und ja, oh, ihr seid ein bisschen verschmiert. Ach, wartet. Ihr sollt ja auch ein klares Bild sehen. So, schon besser. Ja, Outfit ist mega simpel. Einfach nur einen dicken Pulli an, weil im Kino ist mir immer kalt. Hose, Schuhe, Tasche, die überhaupt nicht dazu passt. Aber das ist die einzige Tasche, wo ich jetzt ein Portemonnaie und die Kamera halt unterbekomme. Ohne, dass es viel zu viel ist. Und Tobi ist auch jetzt endlich mal fertig. Sehr gut, weil der Film, der geht nämlich jetzt los. Kätzchen haben was zu essen gekriegt und ich freue mich jetzt total aufs Kino. Absoluter Fail. Wir sind eben zum Kino gefahren und kamen original 15 Minuten zu spät. Deswegen haben wir uns entschieden, um 23 Uhr zu gehen. Mittlerweile sind wir auch schon wieder über 1,5 Stunden zu Hause. Und der Tobi, der saugt gerade. Und hinter mir sieht's aus. Ich mache hier gerade alles soweit sauber und. Ja, und jetzt wollte ich noch was zeigen, was zuckersüß ist, und zwar das hier. Die ist einfach da reingesprungen, ich verstehe das nicht. Einfach in den Koffer gesprungen, ich habe es nicht verstanden. Auf einmal saß sie drin und das ist so süß. Schatz, guck mal. Mäuschen. Was machst denn du? Die ist so süß. Ich liebe diese Katze. Die ist so süß. Und Finn ist hier. Warte, der geht jetzt auch noch rein. Pass auf. Warte. Nee. Popcorn-Zeit. So, wir sind jetzt gerade im Kino. Und, wir sind im Kino. Wir haben unsere 3D-Brillen und alles. Ich freue mich jetzt richtig aufs Popcorn. Kleiner Trick im Kino. Bestellt das normale und sagt, ah nee, kann ich doch aufs große wechseln, dann ist das Getränk 1 Liter. Und dann sagen die immer, oh, jetzt habe ich das schon da reingefüllt. Ja, ich freue mich jetzt richtig aufs Popcorn, auf den Film, auf alles. Ich habe nicht gesagt, das ist mein Popcorn. So, also, wir warten jetzt.